Also, es handelt sich um den kleinen, bei den kleinen Jungen tatsächlich um Ethan. Was passiert jetzt, wenn ich den Typ jetzt hier nochmal berühre? Gar nicht. Okay, dann spiele ich wieder das ganze Szenario ab, glaube ich. Okay, aber sie werden anscheinend irgendwie hier auch dieser Trevor. Ich glaube, er hieß jetzt Trevor. Wurde ja, war von irgendwas besessen. Also, so verstehe ich das jetzt zumindest. Und dieser Opa von Ethan, der probiert sich anscheinend echt, ist anscheinend auch besessen, aber probiert sich irgendwie dagegen zu wehren. Allerdings weiß ich nicht, gegen was wehren. Ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, ob wir hier alles abgeschlossen haben. Schauen einfach mal weiter. Gar nicht so sicher, was wir machen müssen. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob wir überhaupt diesen Fall jetzt abgeschlossen haben. Also, was war denn das? Was sind denn das für komische Geräusche? Er klingt ja wie ein Meerschweinchen in Not. Überall komische Geräusche her. Und hier knarrt es, obwohl hier gar keine Bretter auf dem Boden sind. Was ist denn das für ein Geräusch? Also ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung das Spiel geht. Wo kommt denn dieses Geräusch her? Was ist denn? Ein Blitzlicht. Was kommt? Piepst rum, okay. Also, beim besten Willen, ich weiß nicht, wo dieses Geräusch herkommt. Okay, wir laufen einfach mal ein bisschen weiter. Okay, hier haben wir doch Züge. Ich denke mal, vielleicht müssen wir wieder einen Zettel finden. Wo dieser Zettel ist, da bin ich jetzt gerade etwas überfragt. Okay, ich habe jetzt total lange gesucht und ich habe nichts gefunden. Ich muss jetzt tatsächlich mal googeln, wo jetzt dieses nächste Ding ist. Und es muss irgendwo bei diesem komischen Ampelding sein, wo ich vorhin schon gesehen habe. War das hier hin? Hier muss das sein. Anscheinend habe ich das nicht lang genug angeschaut und bin da dran einfach rumstolziert. Genau, und da müssen diese Hände drauf sein. Tötet er mich jetzt, wenn ich da drauf zulaufe? Da ist er. Ist das ein Astronaut? Also, wo ist er denn jetzt hin?
Wo ist der denn jetzt hin? Habe ich verloren? Okay, ich glaube, ich muss nochmal zurück zu diesem Ampelding. Vielleicht muss ich ihn etwas mehr im Auge behalten. Ich denke mal, dass ich ihn verfolgen muss, wenn ich jetzt wüsste, wo dieses Ampelding war. Hier haben wir es. Ja, okay, hätten sich ja ruhig ein bisschen ein schwierigeres Muster ausdenken können. Okay, ich renne jetzt diesmal hinterher. In die Richtung gerannt, aber ich weiß nicht. Da ist er doch. Es ist ja tatsächlich so ein bisschen schwer im Wald. Denn das hier wirklich sehr viel Sträucher und Bäume und so ein Zeugs gibt, was ja gewöhnlich für einen Wald ist. Okay, let's dance, baby. Wir sind doch hergekommen. Es ist einfach nur ein Kreis gelaufen. Dieser Astronaut, warum hier überhaupt ein Astronaut ist, also beim besten Willen fragt mich nicht. In das Licht laufen? Also, ich muss ehrlich sagen, es ist gerade sehr strange, was hier vor sich geht. Ich bin anscheinend jetzt in den UFO und fliege über den Wolken, muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Und fliege hier in einem Apfelstrudel. Okay, ich habe keine Ahnung, warum ich hier fliege oder was hier. Warum? Also, keine Ahnung. Also, ich bin gerade echt ein bisschen sprachlos. Ich probiere die Geschichte hier etwas zu verstehen. Okay, wir sind im Weltall und hier fliegen anscheinend mehr solche Kugeln rum. Oder Würfel, oder was ist das überhaupt hier? Seid mir nicht böse, aber für mich gibt das alles hier gerade keinen Sinn. Ich weiß auch gar nicht, was ich machen soll. SOS? Hier. Ah, ich dachte, das ist eine Sitzbank. Aber das ist ein Handschuhfach. Fangzähne, okay. Die Bestie hatte Fangzähne. Welche Bestie? Also, war aber schwer und langsam. Als sie das Licht am Himmel sah, wartete sie und dachte, das Licht würde ausgehen wie die anderen davor. Als das nicht geschah, stand die Bestie auf und ging zu dem Ort, an dem das Feuer noch immer brannte. Das Haus? Als das orangefarbene Licht erlosch, nahm ein neues seinen Platz ein. Dieses war blau, ein helles und reines Blau, das das Geschöpf bisher nur bei den Rändern von Sternen sah. Die Bestie zeigte ihre Fangzähne und das Licht verschwand. Kurz darauf tauchte das Licht zwischen zwei entfernten Bäumen wieder auf. Die Bestie wollte nach Hause gehen, konnte das Licht aber nicht ignorieren. Deshalb verfolgte sie es tiefer in den Wald. Das Licht blieb schließlich auf einer Waldlichtung stehen. Die Bestie betrat den Kreis und spürte dabei keinerlei Furcht. Die Bäume wendeten sich der Bestie zu, zeigten wie Nadeln auf sie. Doch die Baumwipfel, Gipfel,
neigten sich zu Gruben, sich und Gruben in den Boden. Die Stämme und Wurzeln wurden in die Luft gehoben und wie Maurer um die Bestie geschlossen. Als der Boden verschwand, begriff die Bestie, dass ihre Fangzähne nie wieder benutzen würden. Was das Ganze uns jetzt sagt, ich bin planlos. Get out of my room, Travis! Stories, stories, always with the stories. Get out! I read the Fangs one. I liked the Beast. At least he gets to leave this goddamn place. Okay, jetzt kann ich schon ein bisschen mehr rauslesen, denn steht hier tatsächlich Gaylord drauf? Dieser Travis, dem die Beine abgefahren worden sind, er war anscheinend verwandt mit diesem kleinen Ethan. Und was denn, ich bin jetzt erstmal, hier steht tatsächlich Gaylord drauf. Okay, abstruse Geschichten. Travis, Entstellung, Homo-Fürst. Also, war dieser Travis vielleicht schwul? Also, ich bin gerade total ratlos, ich weiß es nicht. Okay, das hatten wir ja schon im... in diesem Raumschiff gelesen. Warum wir überhaupt wieder hier sind? Und nicht mehr im Raumschiff? Bin ich mir jetzt unsicher? Es sieht hier aus wie so eine Gedenkstätte. Nee, hier so ein Kreuz. Was ist das? Ja, ist jetzt erstmal egal. Ja, ich denke mal, dass ich jetzt... Naja, gut. Es sieht... Also ich bin gerade total verwirrt. Ich bin mir jetzt tatsächlich nicht sicher. Aber das Ding hat doch eine Form von einer Rakete. Irgendwie. Ja, vielleicht täusche ich mich auch bloß und ich bin einfach nur hohl. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber... ich meine, ich war gerade in dem Raumschiff. Ja gut, wir werden jetzt einfach mal weiterschauen. Ich weiß allerdings gar nicht, was wir hier machen müssen. Hier sieht ja... Melodie sieht ja mega geil aus. Also schaut euch das mal an. Also, das ist ja der Oberhammer. Okay, wir haben hier auf jeden Fall... wieder Bahnschienen. Vielleicht könnte ich ja eine gute alte Luzi wiederholen. Und wir haben 5 nach 7. Okay, ich komme hier anscheinend nicht durch. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was wir machen müssen. Wir wandern einfach mal diesen Weg entlang. Also für mich gibt gerade alles noch relativ wenig Sinn. Ich weiß nicht, für was die Fallen hier waren. Und die Texturen, ihr seht selber, das ist diese eine Technik hier, dass die tatsächlich das abfotografieren irgendwie. Und ja, dass es dann so gut aussieht, allerdings wirkt es ja ein bisschen platt, aber das ist ja nicht so schlimm. Hier haben wir ein kleines Häuschen. Sieht aus wie so ein Stromverteilhäuschen irgendwie. Es scheint es auch anscheinend zu sein. No trains have been through here for a long time. That was part of a pattern. Large pieces of this country were thrown away, doomed to become, and then remain, the worst versions of themselves. Beneath all that rot, dark things grow. Okay. Also gut, ich denke mal...
Hier drüben scheint vielleicht eine kleine Stadt zu sein, aber also, es sieht ja mega geil aus. Das ist ja der Oberhammer. Also, ich habe schon viele Sachen von der Unreal Engine gesehen, aber also, das ist natürlich totaler Oberhammer. Ich weiß nicht, ob ich jetzt, was vergessen könnte vielleicht. Oh, hier wird, hier ruckelt's gerade, obwohl ich hier mit über 100 Frames spiele. Ja, mal noch ein Häuschen. Nicht hier rein, nee, hier komme ich nicht rein. Grafik, also ich kann es immer nur noch sagen, also es ist der Hammer. Hier ist zwar eine Brücke, oder es sieht so unglaublich geil aus. Dieser Baum hier mit diesem Licht und den Farben, also es sieht so geil aus. Schaut trotzdem mal noch hier etwas rum. Ich sehe hier fast gar nichts. Ich weiß nicht, ob wir hier noch was finden müssen. Okay, und ich glaube, es gibt tatsächlich nur einen Tagzyklus, denke ich mal. Okay, hier geht es anscheinend nicht weiter. Nee. Springen kann ich auch nicht. Okay, also ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich weiß auch gerade ehrlich gesagt gar nicht, was ich jetzt wirklich suche. Was will man da noch sagen, ne? Soll ich einfach mal über die Brücke laufen? Ich laufe einfach mal darüber. Oh, hier ruckelt es tatsächlich ein bisschen. Würde so ein bisschen glänzt und das ganze Laub und das, es sieht ja unglaublich schön aus, also. Ich werde euch jetzt wahrscheinlich tierisch nerven, dass ich mir das ganze Ding hier anschaue, aber ich bin echt, ich habe ja Screenshots gesehen und ich habe tatsächlich gedacht, dass das hier so, ja, so extrem gestellte Screenshots sind, aber das sieht ja so brutal aus. Also, ich glaube grafisch, also gibt es schon im Moment nicht wirklich viel, was da herankommt, ne? Denkt es dahin, dass die Brücke, wo ich mit diesem Zug drüber gefahren bin, beziehungsweise wo der Zug stand. Allerdings habe ich hier echt ein paar Frame-Probleme auf der Brücke. Wie gesagt, ich spiele tatsächlich echt mit 100, 112 FPS ungefähr. Da habe ich gerade Frame-Drop bis auf 16 runter. Also, ich kann mir das echt... Oh, was ist denn... Ah,
habe ich einen Fehler entdeckt. Hier ist ein Schatten. Anscheinend, obwohl hier nicht viereckiges ist. Oh, das könnte natürlich auch die Lampe hier sein, ne? An die Sonne kann. Ja, ist ja egal. Da wollen wir natürlich nicht rumnörgeln. Mein, wenn hier mal ein Schattenfehler ist, ist ja kein Problem. Okay, und jetzt hört auch ganz schnell wieder meine Musik aus. Und ich denke mal, wir werden jetzt hier in diese Häuschen müssen. Oder in die Kirche, die sehr verlassen aussehen. Ich habe mal gesagt, wir fangen jetzt mit den Kleinsten hier hinten an. Und schauen mal, ob wir da überhaupt reinkommen. Ach, das ist wieder so ein kleines Häuschen, was auch schon drüben stand. Ja, am besten nur genießen. Hier haben wir noch einen kleinen Tunnel. Hier, wir waren jetzt in diesem kleinen Häuschen. Und dieses Stromhäuschen werden wir wieder nicht reinkommen, denke ich mal. Nee, sieht auf jeden Fall nicht danach aus. Hier haben wir überall Bänke stehen. Hier, wo gehen wir denn hin? Gehen wir gleich in... Das weiß ich nicht. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich überhaupt rein kann. Wir werden das Ganze jetzt auf jeden Fall mal testen. Wenn ich hier hochkomme. Was ist denn? Ja, schauen wir uns erstmal schnell hier das an. Okay, das scheint so eine Art Aufzug zu sein. Gehe ich jetzt mal schwer davon aus. Der, wo die Leute vielleicht von hier nach unten transportiert. Ich weiß allerdings nicht, ob ich runterfallen kann und ehrlich gesagt möchte ich es auch nicht testen. Ja gut, wir schauen jetzt einfach mal weiter. Vielleicht, also ich gehe mal schwer davon aus, dass wir den früher oder später benutzen werden. Denke ich mal. Und dann werden wir jetzt erstmal in dieses Häuslein schauen. Hier haben wir schon einen kleinen Durchgang. Und eine Palette oder eine Türe oder was auch immer das ist. Hier haben wir Eingänge. Zwei Stück haben wir hier. Kann ich dieses Ding hier benutzen? Nee. Okay, ich würde gerne erstmal rumschauen, um erstmal zu testen, ob ich... Ja, okay, es geht wahrscheinlich nur durchs Hintertürchen oder durch die zwei Hintertürchen. Dann werden wir jetzt einfach mal uns blind reinstützen. Wir lesen oder schauen. Okay, dann haben wir Ethan. Seinen Opa. Und Trevor, denke ich mal, ist der zweite von rechts, denke ich mal. Die anderen sind ja noch relativ unbekannt. On the day the photo was taken, also an dem Tag, an dem das Foto gemacht wurde, Dad war traurig, Onkel war gemein, Mama war böse, Travis war laut und Grandpa war ruhig. Okay, Travis ist der in der Mitte der Typ, also der zweite, der dritte von links. Nebendran ist seine Mutter. Neben der Mutter haben wir den Papa. Und neben dem Papa haben wir den Onkel. Okay. Okay, das haben wir ja schon gehabt hier. Wir legen das Ganze jetzt mal zurück. Schauen einfach mal,
was ich hier denn noch finden kann. Also, ist hier stockdüster in den Eck. Bin mir jetzt auch gar nicht sicher, ob wir da hin müssen. Geht's auf jeden Fall noch nach oben.